Hallo und willkommen zurück zum Monster Hunter World. Wir wollen jetzt mal hier unsere erste Quest machen. Wir sollen ja mit der Wildexpertin reden. Ich habe mich jetzt nochmal für eine andere Klinge entschieden, und zwar die Energiewaffe, glaube ich, habe ich jetzt, ne? Habe ich jetzt die Energiewaffe oder nicht? Ich hatte eigentlich die Energiewaffe genommen. Ausrüstung ändern. Energiewaffe hatte ich genommen. Habe ich an. Ja, habe ich ausgelegt. Angelegt. Okay, dann raus hier. So, ich soll mit meiner Wildexpertin reden. Mal gucken wir mal, wo die ist. Dann gucken wir uns das mal an. Und dann werden wir unsere ersten Mobs jagen gehen. Ich weiß, dass man in dem Spiel jetzt ziemlich farmen muss, aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung sonst von dem Spiel. Jetzt hast du also Zugang zu Ausrüstungsladen und zum Versorgungslager. Besorg dir alles, was du brauchst. Wenn du fertig bist, geh zu deiner Wildexpertin in der Kantine, um dich für die Quest anzumelden. Wildexperten sehen sich die Hinweise der Forschungskommission an. Guck mal, diejenigen, die sie für wichtig halten, werden zu Quests. Hey! Ey, warte mal, ich muss ja mein Vieh ja noch ausrüsten. Ne? Wo war jetzt wieder meine Bude hier? Ich glaube hier, ne? Ich weiß gar nicht, wofür ich überhaupt einen Begleiter mit habe und was der Begleiter kann. Ja, ich kann für dich Ausrüstung herstellen, das weiß ich. Okay. Aber wahrscheinlich habe ich keine Mats. Sei ein Durcheinander. Wir gehen jetzt erstmal zur Wildexpertin. Mal gucken, was die will. Die ruft schon die ganze Zeit. Und schauen wir uns das an. Wildexperten sehen sich die Hinweise der Forschungskommission an. Diejenigen, die sie für wichtig halten, werden zu Quests. Ja, die Frage ist jetzt, wo ist die? Hier drüben. Ich gehe mal einfach hier hoch. Zur Kantine einmal hochfahren, bitte. Ja, wie komme ich jetzt hoch hier? Ah, bin ich schon oben? Ah, hier. Ah, hier sitzt sie. Genau zur rechten Zeit. Ab sofort bist du mein Jäger und ich bin deine Wildexpertin. Ich habe Brot und Butter. Ah, nee, ich bin das Brot für deine Butter. Kapiert? Na klar. Ja. Die erste Mission der 5. Flotte ist die Untersuchung des Yagras-Gebiets. Dann müssen wir eine bestimmte Anzahl von ihnen erlegen, um das Gebiet zu sichern. Wir können aufbrechen, sobald du dich zur Quest die Yagras des uralten Waldes gemeldet hast. Bist du bereit? Worauf, ja klar, bin ich bereit. Warten wir denn? Die neue Welt wartet auf uns. Da draußen wartet eine wilde neue Welt auf uns. Voller Wunder, ja klar. Da möchte ich gerne hin. Neue Quest bekannt machen. So, Aufgaben. Nee, war Aufgaben oder Quest? Ja, ich möchte annehmen. Du kannst das stärker, wenn du die Vorbereitung für deine Quest laufen. Iss etwas in der Kantine, kaufe Vorräte, versorge im Versorgungslager und hol dir Ausrüstung im Laden. Sowie der Schmied die neue Rüstung. Aha. Also wir sollen erstmal essen. Ja, verstehe ich das richtig? Aber wo esse ich denn was? Die hat da schöne Sachen essen zum Essen stehen. Ich will hier was essen. Jetzt kommen wir nämlich zum nächsten Problem. Guck mal hier. Man muss hier auch kochen oder was, aber ich habe absolut keine Ahnung, wie das funktioniert. Durch das Essen von Mahlzeiten können Werte wie Gesundheit und Ausdauer gesteigert werden, sowie besondere Nahrungsfähigkeiten erhalten. Oder erhalten werden.
Wähle dazu aus dem Menü die Mahlzeit aus, die du essen möchtest. Ihre Effekte werden in dem Bildschirm Mitte angezeigt. Schau dir die Effekte jeder Mahlzeit gut an, um zu sehen, welche dir am meisten Vorteile bringen und die dir Hilfe auf deiner nächsten Jagd verschaffen. Nahrungsfähigkeiten werden mit bestimmten Chancen aktiviert. Verwende frische Zutaten, um die Chance zu steigern. Ja toll, wo kriege ich die ganzen Sachen her? Der Ofenbraten bereitet Essen zu. Während du eine Quest absolvierst. Wenn du zum Beispiel rohes Fleisch im Ofen brätst, ist es fertig, wenn du die Quest abgeschlossen hast. Vergiss nicht, dein fertiges Essen auf dem Weg zur nächsten Quest abzuholen. Ach du lieber Gott, was muss ich hier alles tun? Hallo? Du hast nicht genügend Punkte. Ah, super. Mit Geld bezahlen. Verteidigung hoch, weil ich muss verteidigen, weil ich habe nämlich keine Ahnung. Dann gucken wir uns an, was es jetzt hier leckeres zu essen gibt. Yum, 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 yum. So, Ausdauer plus 25 und Verteidigung hoch. Sehr gut. Dann würde ich sagen, Freunde, sind wir bereit für unser erste Quest. Möchtest du zur Quest auf und dann drücke C? Ja, ich möchte. So, dann werden wir uns mal sehen. Unsere erste Quest in Monster Hunter World. Also der Einstieg ist hier komplexer als in Dingens, ne? In Dauntless. Okay, aber wir wollten ja nicht vergleichen. Auftrag. Sehen wir uns noch einmal kurz die Regeln für Quests an. Regel Nummer 1. Erfülle das Ziel, um die Quest zu erfüllen. Das ist einfach, oder? Ja, logisch. Jede Quest besitzt ein Ziel. Die Quest ist erst abgeschlossen, wenn das Ziel erfüllt ist. Auch unser logisch. Ziel besteht darin, eine bestimmte Menge Jagers zu erlegen. Sehen wir mal auf die Karte. Auf dem Weg zur Basis sind wir Jagras begegnet. Weißt du noch, die kleinen Monster? Ich glaube, sie waren irgendwo hier. Willst du mal nachsehen? Ja, kann ich nicht irgendwie ein Ding finden. Regel Nummer 2. Benutze die Vorratstruhe. Die Kommission gibt uns auf jede Quest bestimmte Objekte mit. Sie sind in der Vorratstruhe dort drüben. Sieh mal hinein und entscheide, was du mitnehmen willst. Allzeit bereit! Ja, ich will gucken hier. Was muss ich denn hier reingucken? Aber ich will mal reingucken. Ja, es steht doch rechts. Ah ja. Hey Partner. Das sind, was sind das hier? Tränke oder was ist das hier? Ich nehme mal alles mit einfach. Einfach alles mitnehmen. So. So, was ist los jetzt? Was hast du gesagt? Ich soll jetzt sieben Jagras töten. Genau. Ne? Dann machen wir das jetzt mal. Aha. Das soll mich ja was geben hier. Sei vorsichtig. Ich nehme auf jeden Fall Kraut und so mit, ne? Alles, was man hier finden kann. Halt deine Waffe vor dem Angriff bereit. Was du tun kannst, hängt davon ab, ob sie gezogen ist oder nicht. Wenn du erforschst oder Objekte sammelst, sollte deine Waffe immer weggesteckt sein. Hab ich doch. Ich werde Sammelpunkte und die Position von Monstern auf der Gebietskarte für dich markieren. Du kannst also Honig sammeln und ihn mit einem Trank mischen, um so einen Megatrank herzustellen.
Oh Gott, was muss man denn hier alles einsammeln? Hier drüben! Ein Rudel Yagras. Das sind die Monster, nach denen wir suchen. Mal sehen, wie du dich schlägst, wenn du auf dich allein gestellt bist. Ja, das mache ich schon. Keine Sorge. Oder? Gibt's da noch ein paar Baums? Sie laufen weg. Lass sie nicht entkommen. Nimm dir so viele Monstermaterialien wie möglich. Benutze sie in der Schmiede. Wie kriege ich die Materialien? Achso, mit rechts, okay. Hier drüben! Ja, ich habe keine Zeit. Ich muss erst hier looten und so. Sehr gut. Da gibt es hier Monsterknochen. Ihr seht, also man muss hier wirklich verdammt viel suchen. Und finden. Hier sind überall Pflanzen, alles. Nehmt die immer mit, Leute. Weil die Erfahrung hat gezeigt, dass man sowas wirklich später mal braucht. Ist da noch mehr? Nee, ne? So. Whoops. Nutze, was du kannst. Oh, ich bin noch ziemlich holprig jetzt. Aber ich habe jetzt meine Axt. Ne? Das geht jetzt ruck und zuck wieder. Ich würde mich gerne mal drehen. Okay, gehen wir nach Hause und erstatten dem alten Mann Bericht. Ich würde gerne noch ein paar Häute looten. Hallo, wie kann ich das? Naja, das ist noch ein bisschen holprig für mich, aber... Ich krieg's noch hin, Freunde. Komm, krieg ich hier noch so einen Jagger hin? Und hier liegt da auch noch was. So, und schon werden wir hier rausgebeamt. Quest erfüllt. Wir sind halb drauf gegangen. So, was habe ich gekriegt? Was ist denn das alles? Jagger Schuppen, Jagger Leder, Monsterknochen, Questabschlussbelohnung. Ich nehme einfach alles. So, wir haben Kohle gekriegt. Mein Vieh ist Rang 2, obwohl der eigentlich nichts gemacht hat. Und ja, ich denke mal, das sollte es gewesen sein. Ne? Genau, und kommen wir jetzt hier raus. Also es ist meiner Meinung nach schon ordentlich komplex und riesengroß und vor allen Dingen umfangreich, finde ich. Also ich finde, das ist wirklich sehr, sehr umfangreich. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das weitergehen soll. Ihr habt beim Erlegen des Jagras gute Arbeit geleistet. Ihr Lebensraum hat sich nicht verändert, aber dennoch erhöht sich ihre Zahl. Verstehe. Aha. Ich spreche nun das Offensichtliche aus, aber die Jagras sind nicht die einzige Gefahr, die hier lauert.
Wir haben zudem Bericht erhalten, dass eine Kestotenherde außer Kontrolle geraten ist. All das wohl deswegen, weil der Zora Magdaros Land erreicht hat. Der naht die Macht alles Wahnsinns. Also ist, glaube ich, der komische Vulkan, wo wir mit dem Schiff drauf gefahren sind. Okay. Es wird eure Aufgabe sein, sich zur Ruhe zu bringen. Es wird eure Aufgabe zu sein, sie zur Ruhe zu bringen. Wir möchten, dass ihr diese Kestotenherde untersucht und ausdünnt. Ich komme mit, möchte nicht, dass euch was passiert. Du kannst jetzt eine Online-Sitzung mit anderen Spielern zur Quest aufbrechen. Möchtest du den Sprachfetz, Dings... Nee, möchte ich nicht, weil ich am Aufnehmen bin. Okay, jetzt wo wir einige Materialien haben, lass uns doch zur Schmiede gehen und sehen, was wir damit anfangen können. Ja, das machen wir jetzt auch. Und wie gesagt, wir werden jetzt hier noch ein bisschen rumschmieden, uns umschauen und dann fangen wir wirklich mit dem Spiel an. Das ist ja alles noch sozusagen Tutorial. Hier oben gibt es wieder Quests und so weiter und so fort. Es gibt ja diese Questbooks, wo man hingehen kann, aber wo war die Schmiede jetzt nochmal? Ich glaube, die war doch auch unten irgendwo, oder? Nee, die war oben. Die Schmiede war auch oben. Ich glaube, hier mit dem Aufzug kann ich zur Schmiede fahren. Schmiede. Hier ist das Questbuch übrigens. Da bist du ja, Fünfer. Aha, wer ist denn da? Mit Materialien zurück. Komm nur her, willkommen in der Schmiede. Du willst deine Dienste, du wirst meine Dienste häufig in Anspruch nehmen. Es ist eigentlich ganz einfach, was ich hier mache. Wann immer du im Feld Materialien sammelst, nutze ich die, um sie in deiner Waffe oder in deine Rüstung, um deine Rüstung zu verbessern. Komm einfach vorbei, wenn du etwas Neues oder Interessantes gefunden hast. Ich gebe dir Materialien als Willkommensgeschenk. Du kannst sie verbessern und deine Ausrüstung einsetzen. Okay. Ja, haben wir gesagt, das überspringen wir ja jetzt wieder. Der gibt uns also jetzt Ausrüstung. Wollen wir die Ausrüstung schmieden? Ne, wir wollen die verbessern. Ne? Genau, den würde ich gerne verbessert haben. Wähle zuerst eine Waffe aus, die du verbessern möchtest. Du kannst verschiedene Waffen mit Materialien, um diverse Verbesserungen zu erreichen. Wenn du mehr Ausgangswaffen zur Verbesserung haben möchtest, wähle den Schmied. Ausrüstung schmieden. Okay, habe ich verstanden. So, ich möchte jetzt erstmal die Zweier davon haben. Das ist hier die... Schon sind wir Rang 2. Das geht aber schnell, ne? So, was können wir denn hier machen? Gar nichts. Kann ich hier noch was erhöhen? Auch nicht. Benötige Materialien fehlen mir alle. Auch nicht schlecht. Vielen Dank dafür. Aber ich kann da meinem Fuzzi was... Leute, ich bin total überfordert, ehrlich gesagt. Ich musste erst ein bisschen spielen, damit ich hier reinkomme. Wieso habe ich jetzt wieder 500 ausgegeben? Für was denn? Also hier haben wir auf jeden Fall... Hat das 500 gekostet? Nee. Und ich würde gerne mal für mein Vieh hier was schmieden, ne?
Oh mein Gott, oh mein Gott. Seht ihr das, wie kompliziert und wie komplex das ist? Wenn du da keine Ahnung hast, stirbst du ja bei jedem Monster. Aber was will der? Leder, was kann der denn mit Leder? Na Freunde, ich habe keine Ahnung, da muss ich gucken, wie das funktioniert. Ich fuchs mich mal hier ein bisschen durch und ich nehme euch dann mit, wenn ich nicht so rumstotter, beziehungsweise wenn ich ein bisschen weiß, wie das Spiel funktioniert. Auf Bogenwehr umbauen. Papeline Ausrüstung verbessern. Ich will den doch verbessern. Aber das ist doch jetzt meine wieder. Kann ich die nicht irgendwie verbessern von dem? Ja, Freunde, da muss ich mich wirklich erst einlesen. Also da habe ich jetzt echt keine Antwort drauf, wie das funktionieren soll. Ich werde auf jeden Fall... Wieso kriege ich jetzt Anmeldebonus? Ich habe jetzt irgendwas gekriegt, dann gehe ich jetzt nochmal ein. Das erinnert mich. Ich will meine Ausrüstung verbessern, nicht schmieden. Ich möchte keine Dings. Da muss ich mich erst einlesen. Also nee. Das ist mir zu kompliziert, Freunde. Deswegen machen wir dieses Spiel Schluss. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr dabei gewesen seid bei Monster Hunter World. Ich werde mich jetzt hier weiter reinfuchsen und hoffen, dass ich irgendwie mal eine Erfahrung bekomme, wie das weitergeht. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss, ciao und bye bye.